Na, eigentlich ist alles super. Also ich habe natürlich immer so Woche für Woche kontrolliert oder teilweise Tag für Tag sind sie jetzt schon da, die Haare. Und ja, zuerst sind sie ausgegangen, was ja auch sehr oft der Fall ist. Und dann sind sie gekommen und es ist sehr beeindruckend. Also allein in der Stadthalle, wo das sehr öffentlich war alles, da sind so viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey, ich habe es auch gemacht oder cool, dass du es gemacht hast und so. Also mit so einer großen Rückmeldung habe ich natürlich nicht gerechnet, aber es ist voll cool, weil wirklich viele Leute auf mich zukommen sind und auch gefragt haben, wie das war, wie lange dauert das und voll interessant. Ja, also es sind dann doch einige auch Freunde gekommen und haben mich so angestoßen und haben gesagt, ich habe es auch gemacht. Ja, und da hätte ich es mir nicht gedacht, da hat man es auch nicht gesehen und ja, einfach nur beeindruckend, was seitdem oder wie viele Leute seitdem auf mich zugekommen sind wegen dem Thema. Ach, das war für mich von Anfang an überhaupt kein Problem, weil wir haben das ausgemacht und es war ja die Kamera bei der OP dabei und alles und da ja mein Leben eh öffentlich ist, mehr oder weniger als Profisportler, habe ich damit überhaupt keine Probleme gehabt. Ja gut, die sind vielleicht schon ein bisschen anstrengend. Also die ersten zwei Nächte schlafen natürlich, da passt man auf, weil man möchte ja nicht mit einmal durch den Kopfpolster die halberten Haare da draußen haben. Also da passt man natürlich drauf auf. Schmerzen hat es eigentlich keine gegeben. Und das Schönste war dann natürlich nach 5 Tagen das erste Mal Haare waschen. Nach dem Haare waschen sind dann die Kruspen weg und dann sieht man eigentlich überhaupt nichts mehr. Und das sind maximal 4-5 Tage und dann ist alles wieder gut. Ich habe schon einigen anderen empfohlen. Einige haben mich schon gefragt, gibt es mir die Telefonnummer? Und natürlich, also ich werde in baldiger Zukunft mit einem Freund vorbeikommen.